Jetzt schauen Sie sich das hier mal an. Eine verwilderte U-Bahn-Station mitten im Nirgendwo. Aber hören Sie auch mal genau hin. Ja, da fährt doch tatsächlich eine Bahn. Was ist hier los? Das finden wir heraus. Eine verwahrloste Landschaft. Ländliche Einöde. Und mittendrin das. Der Eingang zu einer geheimnisvollen U-Bahn-Station. Im Umkreis von gut 2 Kilometern ist nichts außer Bäumen und Büschen. Warum gibt es ausgerechnet an diesem menschenverlassenen Ort eine U-Bahn-Station? Wir reisen nach Chongqing in China. Nur 20 Kilometer von der rätselhaften U-Bahn-Station entfernt sieht es so aus. Eine gigantische Metropole. Mit einer Fläche von 82.000 Quadratmetern ist Chongqing die größte Stadt der Welt. Doch schon der Weg zu der geheimnisvollen U-Bahn-Station ist sehr einsam und holprig. Da hinten ist eine U-Bahn-Station. Mit dem Auto ist dieser Eingang aber nicht zu erreichen. Die Straße endet abrupt. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter, mitten durch eine zugewucherte Landschaft. Rund 250 Meter weiter dann das Bild, nach dem wir gesucht haben. Der U-Bahn-Eingang mitten im Nirgendwo. Wie soll man da reinkommen? Der Eingang ist von einer Mauer umgeben und mit einem Rollgitter verschlossen. Offensichtlich soll man gar nicht in diese Station kommen können. Wir finden keinen anderen Zugang. Hin und wieder sehen wir Menschen auf dem abgelegenen Gelände. Was machen die hier, mitten in der Einöde? Normalerweise kommen hier nur Bauern vorbei. Das ist eine sehr verlassene Gegend. Aber wozu brauchen Bauern eine U-Bahn-Station? Wir kämpfen uns weiter durchs Gebüsch auf dem Weg zum anderen Eingang der Station und finden diesen Fahrstuhl. Der gehört wohl zur U-Bahn-Station, ist aber völlig heruntergekommen. Kabel hängen heraus, die Scheiben sind nicht im besten Zustand. Doch auch hier kommen wir nicht rein. Unser Team entdeckt aber ein interessantes Detail. Der Fahrstuhl hat keinen Strom. Aber der kommt aus Deutschland. So ein Aufzug kostet um die 100.000 Euro. Warum steckt man so viel Geld in eine U-Bahn-Station, die nicht genutzt wird? Dann treffen wir ein paar Touristen. Wir wollen die einsamste U-Bahn-Station der Welt sehen. Ja, das ist doch ein tolles Reiseziel. Auch Studentin Zheng Huijong lebt in der Nähe, kennt diesen Ort aber bisher nur aus den sozialen Medien. Sie zeigt uns den Osteingang, doch auch der ist leider verriegelt. Ich bin früher schon mal durch diese U-Bahn-Station gefahren. Mir war aber nie bewusst, dass der Ausgang so aussieht. Ich kenne diese verlassenen Stationen Chongqings aus dem Internet, aber ich bin heute das erste Mal hier, weil es hier draußen sehr verlassen ist. Yang Huijong glaubt, am Westeingang könnten wir mehr Glück haben. Und tatsächlich, keine Gitter. Auch die Rolltreppen funktionieren. Alles sieht recht neu aus. Am Eingang treffen wir sogar einen Wachmann. Ein Interview will er uns allerdings nicht geben. Die Kamera bitte aus. Ein Stockwerk tiefer gibt es in der einsamen U-Bahn-Station sogar funktionierende Fahrkartenautomaten und Sicherheitsschranken. Es fährt auch tatsächlich eine U-Bahn. Im 5-Minuten-Takt. Doch keiner steigt aus. Um zu erfahren, warum eine voll funktionstüchtige U-Bahn-Station mitten im Brachland steht, haben wir einen Interviewtermin mit einem Bauexperten ausgemacht. Liu Ju betreut große Bauprojekte der Regierung und kann uns erklären, was es mit der einsamen U-Bahn-Station auf sich hat. Zuerst muss man eine gute Infrastruktur, also Straßen und U-Bahnen, etablieren, bevor die Stadt ausgebaut werden kann. Chongqing wächst gerade nach Norden.
nach Lydia, wo die Stadt jetzt um die schon bestehende U-Bahn-Station herumgebaut wird. Das ist ein strategisch wichtiger Punkt für Chongqings Entwicklung. 1 Million Menschen ziehen jedes Jahr nach Chongqing. Deshalb baut die Stadt wie verrückt. 130.000 Quadratmeter entstehen hier pro Tag. Damit die Infrastruktur nicht zum Erliegen kommt, wächst die Metro vor den Hochhäusern. Momentan ist das Streckennetz 213 Kilometer lang. In 10 Jahren sollen es rund 800 sein. Die Stadt baut also erst die U-Bahn, dann die Häuser. Was auf den ersten Blick verrückt erscheint, ist auf längere Sicht sehr clever. Die einsamste Metrostation der Welt. In nur wenigen Jahren wird sie eine der beliebtesten sein.